Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Papa hat mich gekillt! Aber das, was hier im Chat steht, ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das wurde von der Konsole eingeführt. Ja, das wird genau. Hast du wenigstens das Skelett, was gedroppt wurde, noch auf ganz klar? Ja, gut. Ich hab. Also. Übrigens, also, man kann das Skelett mit einer Schaufel abbauen. Also ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Wir sind auf deine Erklärung mal gespannt. Also Baum. Baum. Wo bist du? Ich bin eine sehr tief bewegende Erklärung. Chatus-Quartz! Alter, ja, weiß ja jemand, wo dieses Optifine Bullshit ist, was ich auch noch umsetzen kann? Töte es! Hallo? Jetzt haben wir es. Der Morphmod! Jetzt haben wir es. Ich dachte, du willst mich töten, ja. Hallo? Als Dankeschön, weil du mich gekillt hast, kriegst du das da. Wie verwandelt man sich denn? So, kann man eigentlich jetzt irgendwas essen? Ich hab nämlich noch nichts zu essen. Was krieg ich denn? Die Blume hier? Bei mir im Dorf, im Ofen ist Brot. Habe... Gut. Ey, du scheiß Gnome, lass mich in Ruhe. Go fuck yourself. Do you wanna really ich fuck? Ich geh zum Maufen runter in die Mine. Ja, das wollte ich auch. Ich wollte da nicht mit Hunger runtergehen. Hier ist ein... I don't give a fuck. Red and Troll Block. Und der sieht aus wie ein Diamantblock. Ich gehe ich weiß, es ist besser, es ihn nicht abzubauen. Moment, Red and Troll Block. Nicht anfassen, nichts drücken an dem Block. Wo ist er hier? Wo ist er? Da. Da kommen bestimmt rote Ameisen raus. Na, das ist bestimmt nicht lustig. Ja. Ich kann nichts abbauen. Warum kann ich nichts abbauen? Kannst du hier abbauen? Oder was? Jetzt ist es geschafft, auf Doppel-W einzustellen, das Sprinten. Ich raste gleich aus diesen Scheiß-Controls. Doppel-W ist Standardbelegung. Das kannst du nicht entfernen. Das ist hier bei mir dann Control gewesen. Was? Warum kann ich nichts abbauen? Bin ich im Adventure-Mode oder was? Und ich bin gerade wieder auf dem Baum gespawnt. Ich kann hier nichts abbauen. Was ist los? Entschuldigung. Ja. Ich krieg ständig Level-Ups. Oder auch wenn dir neben mir. Kann ich überhaupt Blöcke setzen? Was kann ich hier nicht vorwärts laufen? Ja, weil ich hasse diesen scheiß Mod. Aber die Blöcke, die ich gesetzt habe, kann ich nicht abbauen. Toll. Vielleicht ist das eine Fake-Spitzhacke? Wer weiß, was es hier alles gibt? Ich glaube, es gibt sogar Fake-Spitzhacke. Eine Diamant-Spitzhacke, mit der ich am Anfang Skystone abgebaut habe. Oder bist du irgendwie außerhalb von bist du außerhalb der Stadt? Des Stadtbereichs vielleicht? Ich bin in der Stadt. Ich bin bei Mauxen. Mauxen konnte da abbauen, wo ich nicht abbauen konnte. Das. Dann ist das sonderbar. Ja, das denke ich mir aber auch. Oder ich bin im Adventure-Mode, was ich eigentlich bezweifle. Aber soll ich mal eben zur Sicherheit eingeben, Game Mode 1, Mr. Coke Gamer? Ja, Game Mode 0. Mach. Ja. Wissen die auch, was hier abgeht. Boah, Alter. So. Kann ich jetzt was abbauen? Ja! Lol. Ja, der Server-Owner darf nicht außerhalb des Game-Modes bauen. Ich hab mir jetzt Game-Mode 0 eingegeben, also gehe ich mal davon aus, dass ich wahrscheinlich irgendwie in Adventure-Mode geraten bin oder sowas. Ja gut, ist für mich ja nur ein Nachteil bis jetzt gewesen. Ja. Einfach mal Goldknopf, ich hatte auch nett. Alter Schwede, ey. Ah, Gott! Ah! Verdammt, nein! Ist ein Loop scheiße! Offen. Ach, was tue ich denn? Das ist ja... Leiche? Nicht dahin, da sind irgendwelche Ameisenviecher. So, jetzt. Oha. Ich will nichts sagen, weil meine Leiche ist verschwunden. ohne Witz jetzt! Die sind böse, die machen Aua. Ja, sag doch. Nehme ich halt normales Brot. Also lieber hier raus. Komm. Arbeite dran. Meine Leiche ist nicht an meinem Sterbpunkt. Die können zerstört werden, die Leichen. Oh fuck. Ja, dann haben wir kein Dingens mehr. Kein was? Kein Sand mehr. Oder sie ist irgendwo runtergefallen. Ja gut, Sand ist jetzt nicht so das Super. Außerdem ist auch Sand direkt in der Stadt, wenn du oben beim Monument guckst, da ist direkt Sand nebenan. Hä, wieso kann ich denn kein Brot toasten?
Mau. Ach so, weil wir kein Pams haben. Eine kleine Termite rausgerannt, ja. Die bitte nicht töten, das bin ich. Okay. Haben wir den Morphmod drauf, oder was? Ich hab Eisen gefunden. Wie verwandelt man sich denn dann? Mit der Taste links neben der Löschen-Taste. Du meinst Ende. Wie bin ich Nein, nicht neben der Entfernen-Taste, sondern... Blank Space, baby. Backspace, hätte ich gesagt, aber ist egal, wann wir, ne? Du musst ja alles dazu dichten. Meinst du die Hashtag-Taste? Hashtag-Taste? Das ist eine Raute, aber ist gut. Nein, das heißt yeah. Hashtag. Nein, über der Ende-Taste ist Löschen-Taste und da links nebendran. Boah, ich kann nicht sprinten, wenn ich es umstellen muss. Das ist sogar so, dass wir... Cyber, das machen wir dann mal nach Hab der ich mich Aufnahme. Vor dem erschreckt. Ja, wow, ist doch voll nervig rumzulaufen in... Hier rennen Geister rum. Was schon wieder an, Alter? Was ist denn das für ein Arschvieh? Wie sieht's aus, oder wie heißt das? Leute, Backein. Ich hab einen Energy-Banner bekommen. Hä? Wo ist denn hier das Gravel hin? Ich hab's doch gerade noch gesehen. Mann, mach nicht merkwürdige Geräusche. Au! Also, Coke, du weißt, dass es mein erstes Modpack ist. Du kannst irgendwas schreien und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß selber nicht, was das ist. Ein Energy-Banner? Das ist ein einfaches Banner. Was? Hängt jetzt da, fertig. Ich würde es draußen aufhängen. Dann häng's draußen auf. Oh, Alter, ey, 4,5 Jahre Hab ich mich gerade vor Coke erschreckt? Oh, ja, das wär's doch auch mal hier, psychologische Kriegsführung machen. Was macht... Wann war? Wo bist du wegen psychologischer Kriegsführung? Da muss ich dir unbedingt was zeigen. Oh Gott. ich bin noch in der Stadt. Nochmal, was hast du? Wo bist du, wann war? Ich bin irgendwo auf dem Berg von der Stadt. Hier im Norden. Am Rand von der Stadt. Wenn du es nicht findest, geh einfach rum, bis du halt so ein Loch findest. Ach, da. Beziehungsweise gehen wir mal kurz die Dingens durch, Cyber. Ja, warte, ich stelle mich kurz in ein Haus rein, damit ich nicht verrecke, weil die jetzt nicht auf dem Box rumlaufen. Ah, da, wann war? Guck mal. Psychologische Kriegsführung. Ja, was willst du durchgehen? So. Sorry. Das ist die Ausfallkraft. Also. Speed. Ja. Einziges Problem, du hast das weiß ich, verstehe dich nicht. Was ist Speed? Weise. Ja. Nee, das war nur für mich. Ansonsten? Alles gut. Na, wann war? Ja, du musst nur den Berg runter. Das geht natürlich auch. Erstmal in die Controls. Ja, da bin ich schon drin. Wo zu welchem Punkt in der Kontrolle? Ja, warte. Vielleicht zu Gameplay, oder? Mann, hier ist so viel Kram. Ich weiß gar nicht, was davon genau. Mitnehmen soll und was nicht. Nimm alles mit, was gut aussieht. So, dann guck. Du siehst ja, L-Control ist ja rot. Ja. Auto ist das schon an der Smeltery vielleicht? Du überall, wo L-Control drinne steht. Und setzt das auf eine andere Taste. Ja, Key-Control, ich kann auch einfach das Sprinten auf eine andere Taste wenn setzen. Ihr kannst du auch, ja. Irgendwelchen... Wie hast du den Doppel-W bekommen? Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen an Diamanten kommt. Standard, wer könnte ich sprinten? Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen an Diamanten kommt, dann hebt die mal auf, dass wir auf jeden Fall eine Spitzhacke zusammenkriegen. Weil man natürlich kann. Dann können wir nämlich eine Mining-Turtle machen und die kann uns enorm viel farmen. Mhm. Ja, eben. Mining-Turtle hört sich süß an. Mhm. Die sind auch süß. Vor allem habe ich ein entsprechendes Programm für die Mining Turtle, wodurch die Strip Mining Gänge anlegt. Und wir können die dann vorschicken und müssen dann einfach abwechselnd rechts in die Gänge reinlaufen. Das, wenn wir geredet haben, ne? Aber es gibt Schlimmeres. Dein Turtle schon mal fast einen Server gekillt. Also übertreib es mal bitte nicht. Hallo, wir müssen übertreiben, wir müssen gewinnen. Genau. Ich hatte so Ideen irgendwie von. Ich hatte so Ideen von den die gegnerische Stadt mit 100 Nukes zerstören oder sowas. Ja, was ist überhaupt die Ansage mit so Overpowered-Dingern? Dürfen wir die benutzen? Ne, Nuke ist nicht overpowered in diesem Modpack. Es gibt Ohr-Spawn. Was ist das hier bitte vor meiner Nase? Das da ist eine Nightfly. Und die machen Aua, die sind böse. Können wir Lemonite brauchen? Lemonite, ja. Weil hier ist so viel, dass ich eigentlich gedacht hätte, dass es wertlos ist. Nee, Lemonite, da kannst du die Rüstung und so draus machen. Ah, okay. Gibt es irgendwo was zu essen? Im Haus. Hier, in der Kiste. Moment, kann ich damit fliegen? Sag mal, wird es eigentlich irgendwann mal wieder Tag? Also, das ist jetzt nicht mehr subjektiv, diese Nacht ist wirklich extrem lang.
es ist gerade Morgendämmerung, wenn du das meinst. Ja, aber wie lang geht das denn, bitteschön? Aua, mich greift ein Baum an! Ein Baum! Was ist das? Dann hast du gerade einen Baum wehgetan, wenn ich der Baum entstanden war. Nein, ich bin einfach nur rumgelaufen! Dann hast du trotzdem den Wald gestört. Ich bin in der Stadt gewesen! Dann haben die was gegen Kevins! Also, ich will jetzt mal hier einfach von Bäumen an. Das ist doch gerade Mode, was gegen Kevins zu haben, oder? Ist das nicht normal? Also was von? Ja. Alter Mauks, ich bin gleich unten bei dir. Mein Sprinten, das ändert sich alle halbe Minute mal. Ist auch ja. Geil. Das ist auch super. Vorsicht. Du musst ein Kopperohr irgendwie so dreimal abbauen, dann kriegst du es. Hier unter den Blöcken ist Lava. Ich hab das immer noch nicht so richtig. Aber hier sind wir auf jeden Fall neben der Löschentaste. Ja, da ist auf bei mir aber die Rote. Wir sind hier auf der Diamantenhöhe, ja. Was? Höhe 13, Höhe 12. Da ist die Raute. So. Gut, dann würde ich sagen, du kannst dich links, rechts einbauen, ich baue mich gerade aus. Ja, ich gehe erstmal hoch und mache ein bisschen mein Inventar voll. Okay. Ja? Sehe ich jetzt anders aus? Gut. So, Leute. Ja. Cool. Also, der Server leckt zwar ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie so schnell überlastet wird. Ja. Wir müssen bei den Events gucken, weil viel mit Explosionen ist und so, ne? Ja, also sagen wir es mal so, jetzt ist ja schon ein Großteil der Spieler drauf und wenn er jetzt nicht zusammenbricht, dann sollte es beim Event eigentlich auch relativ gut klappen. Ich guck mal, es sind ja gerade alle am Farmen und sowas, wie viel RAM verbraucht er gerade? 117,4% der CPU und vom RAM verbraucht er gerade mal 22,6%. Wow, ich hab's mir auf Control gelegt, es geht kein Millimeter schneller, wow. Das, was glaube ich hier am meisten... Hast du vielleicht Hunger? Das, was glaube ich gerade am meisten braucht, ist hier der Death Count und Scoreboard und was alles gerade hier was da durchrattert permanent. Was zu essen? Ja, ja, ich sag, das ist auch nicht optimal gelöst so. Ja, das wäre halt geil, wenn man jemanden hätte, der Plugins machen kann, ne? Ja, dann gib mir Essen, du hast nie was zu essen. Was soll denn das denn? Zum Laufen zu bringen. Ja, stimmt, die Geschichte. Hat einer schon mal eine Smeltery gebaut? Du meinst die Tinkers? Gibt's in der Stadt. Gibt's in der Stadt, ja. Eine leere aber gebaut. Oh Gott, was geht denn hier draußen ab? Ich gehe wieder ins Haus. So, ich gehe jetzt in die Tiefe. Das ist ja, es wird nicht mehr hell. Komm mit in die Mine und ich baue mich hier gerade einfach nur geradeaus. Ich finde die Mine nicht, ich würde gerne finden. Da kannst du dich dann links, rechts reinbauen und so ein bisschen Strip-Mining treiben. Ich mache hier einfach mein Loch in den Boden. Ich hab gerade Belladonna Seeds gefunden. Damit kannst du für Witchery richtig tolle Sachen machen. Ach, ich bin noch zu... Ja. Also es müsste Witchery sein, ganz sicher. Ja. Zeig mir die Mine. Erinnerst du dich noch an den ersten Infinity Wolf Server? Hallo. Den wir da hatten? Stimmt, ja. Da hatte ich eine riesen Belladonna-Farm nämlich dafür. Mal kurz mal sagen, wo die Mine ist. Ey, du hast meine Kiste mitgenommen. Ja, sag mir, wo die Mine ist, dann riechst du die wieder. Ja gut, setz sie mal irgendwo hin, hier, wo sie hübsch aussieht. Mit kommt Witcher da in die Mine und wenn ihr in die Mine machen. Geht, bringt mir bitte ein paar Fackeln mit. Ja, nicht lang Fackeln, ne? So. Eben, aber bitte die guten von Fackelmann. Natürlich. Hier. Powered by Henry Maske. Oh Gott, was ist das denn? Ach nee, Wir haben ja gar kein Holz mehr, dann muss Holz hin. Nein, ich bin gestorben. Bau die Häuser ab. Ich hab sonst ganz viel Holz gesammelt. Musst zu mir kommen. Boah, ich sehe hier unten gar nichts. Video-Setting. Ich bin im Süden irgendwo. Nee. Ja, gut. Wo bist du? Unten in der Mine. Oh. Nein, der andere, der die Mine finden wollte. Die Mine ist hier. Warte, ich baue jetzt Holz, weil ich Kopfhacken mitnehmen soll. Was schießt hier denn? Ja, dieses Ding. Es ist das Ding. Ich glaube, da braucht man erst so ein Hunter-Level für, oder? Nee, die gehen so. Ich hab die aus! Ja gut, wir brauchen auf jeden Fall 3 Stück für Dings. Fossilohr? Nice, wir können uns Dinos züchten. Woohoo. Leute. Oh, ich habe auch ein Fossil. Ich habe 4 Dias! Woohoo. Nice. So, Cyber, wo bist du? Das Geilste ist ja, wenn man das nicht anhand des Achievements sieht, weil, Weil irgendjemand anders einem da die Workbench und sowas schon gebaut hat und man deswegen das nicht braucht und sowas. So, Maufen, zeigen wir die Mine jetzt. Ja, hier, komm. So. So,
So, erstmal Eisenschwert. Ich bin zufrieden. So, übrigens dann nicht wundern, hier ist ein riesen Schiffmining-Gang. Der Fackel mitgebracht, Gok. Warum wird's nicht Tag? Gibt's da es wird schon Tag, aber es dauert anscheinend Ewigkeiten. Das ist halt, ja. Es ist halt relativ, wie heißt es? Vor allem, genau. Hier ist ja Divines irgendwas drin, ne? Dieses, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Divine RPG. Genau. Und wenn die Götter da halt schlecht gestimmt sind, dann kann's auch mal noch länger Nacht werden. Ach du Scheiße. Also die Divines, aber das ist eine ganz lustige Mod. Mhm. Also damit... Was ist denn du, Kopf? Was ist das? Ach du Scheiße! Hm? Maria! Was? Also hier ist ein Golbi. Da ist ein was? Ein Golbi. Aber bin ich nicht drauf für ausgerüstet eigentlich. Das hat halt haben so wir zufällig schon Seeds, also Baumsetzlinge? Ein paar, wieso? Mauxen! Ja, ich brauch Sand. Ich könnte uns Apfelbäume machen. Ich hab auch einen Apfel. Ich gehe in die Erde. Hier ist sicher. Ja! Aber ich kann dir nur ein paar geben, weil ich brauch nachher welche für Dingsbums. Wo bist denn du, Nana? Mein Haus, aber ich mach gerade einen Umweg. Achso, hier da. Hast du eine Fledermaus gesehen? Ich brauch nur die Baumsitzlinge, ne? Äpfel habe ich selber welche. Obwohl, das ist die falsche Frage. Ich kann hier mit einer Spitzhacke links und rechts in die Wände bauen und gucken, ob da noch was drin ist. Ich will jetzt eine Fledermaus suchen. Da. Danke dir. Ja, hier muss irgendwo eine. Hier ist eine Höhle, da hat sicher eine Fledermaus drin. Reicht? Höhle, Fledermaus. Ja, aber ich greife Geister an. Ach, schade, ich glaube, daraus kann man keine. Ne, kann man nicht, schade. Stimmt, wir haben keine. Oh, geil. Ich hab gerade aus den Äpfeln 16 plus 8 Apple Tree Seeds gemacht. Kennt sich irgendjemand mit Ars Magica aus? Zufällig? Oh, was für ein geiler Baum. Ich hab keine Ahnung von irgendwas. Okay. Computer. Ja, was? Leckt der TS gerade? Nein. Okay, gut. Wir haben uns auch die Stadt ausgesucht, wo es keinen Sand gibt, ne? Doch, es gibt Sand. Oben beim Monument. Gerade auf Stein kann ich keine Dinge setzen. Warte, Bäume. Du kannst aus Sand, kannst du doch aus Stein machen mit einer, mit einem Grinder. Genau. Ah, okay. Mit einem Quarz-Grinder. Genau. Den musst du natürlich erst bauen, aber sonst Stein ist ja nicht zu wenig hier. Nö. Also wir sind in einem sehr steinreichen Biom. Sind sozusagen steinreich, ne? Oh, nee. Ich fand den gut. Jetzt. Eigentlich war der nicht schlecht, das stimmt schon. Genau. Ganz mein ehrlich, Niveau. Zwerge wären stolz auf uns, so viel Dinge, die wir hier haben. Mit Ressourcen. Du sagst, am Monument ist Sand. Ja, da irgendwo so beim Monument da oben ist irgendwo Sand. Hier ist höchstens Stein. Wobei die Frage ist, was meint er mit viel Sand? Boah, diese scheiß Mikrowelle! Was ist das? Oh Gott. Du brauchst dich gar nicht zu essen, du musst dich permanent umdrehen. Was greift mich denn hier an? Mann, lass mich doch in Ruhe. Ja, vor allem habe ich hier zwei Packungen Cookies, weil ich einfach während des Projekts nicht kochen wollte. So, Nana, hast du hier irgendwo Sand? Ach, hier ist Sand. Ah, okay. Brauchen wir Obsidian? Ja. Alles klar, er hat schon noch Obsidian. Was seid ihr denn? Was ist ein Dicer? Das ist ja noch hässlicher wie sonst was. Sie hat eine Wünsche aus gegen die Dinger. Hast du mich gerade genannt? Nada! Ich wollte gerade sagen, what? Gegen die Dicer siehst du sogar noch hübscher aus. Jetzt gibt's Ärger. Das kommt noch härter. Die Schnauze, danke. Wir wollen über die Erde. Sag mal, ist das normal, dass man Weakness permanent Start kriegen? Was hat man von die Bäume denn hier? Dass man permanent Weakness hat? Ach, Bullshit. Nee, sind nur über die Wand, das ist ich hab hier eine Eldritch, ich hab einen Eldritch Guardian vor mir. Also wenn ich das richtig sehe, dann hat man Weakness und morph dich zu. Nur gegen bestimmte Gegner. Komm schon. Ach, ich wollte mir eine Axt machen. Ja, das stimmt, das ist ein Packnub. Ja, aber das ist denn nochmal Benchmarking? Ja, Workbench machen. Oh. Weil, bist du wirklich ernsthaft? Wann war dein Ernst? Ja, wie du ja 10 Jahre Minecraft gespielt hast, so auf ganz gerechnet. Ich hab kompliziert gedacht, wahrscheinlich. Oh! Ich muss dieses Geräusch mit der Mikrowelle ausstellen.
Gut, warum nicht? Hier ist ein Block of Diamond. Nicht abbauen. Ich hab den Goldblock, oder sei vorsichtig, ich hab den Goldblock abgebaut und dann kamen diese komischen Ameisen. Hier sind 3 Diamondblöcke. Ja, dann bau ab und sieh zu, dass du überlebst. Oh Gott. Oh Scheiße, wir haben hier einen Eldritch Tower in der Nähe stehen. Eldritch, ist das nicht eine Fraktion aus Harry Potter? 4 Diamantblöcke. Mit oder ohne den roten Leuten, Nana? Mit Geistern. Und die sind nicht gerade freundlich. Eigentlich. Ah, doch, das hatte ich gesehen. Das ist, kann das sein, dass das ein bisschen so unter der Stadt ist? Also. Ja. Dann weiß ich, wen du meinst, ja. So, also es sind auf jeden Fall ganz normale Diamantblöcke, laut Anzeige. What the fuck? Ja, war bei mir auch so. Bau ab und nimm die Beine in die Hand. Wisst ihr, woran mich diese Scheißviecher gerade erinnern? Ich baue den ab und es passiert nichts. An die, an die Urleute von hier Stargate, die ersten Besitzer der, oder die ersten Wirte der Kur-Ult. Ein Stargate-Fan, ja! Naja, me so too, halbwegs. Stargate, geile Serie. Aber du kennst es und du hast es geguckt und nicht weggeschaltet. Das zählt. Ja. Hallo? Ja, also ich finde übrigens Stargate Universe ist das beste Stargate. What the fuck? Warum war auf jeden Fall so eine geile Serie. Ich habe gerade einen Baum gebaut. Ich dachte, das wären Dias. Oh, ich habe Goldäpfel. Alter, Notch oder normale? Goldapfel, also es ist ein normaler Goldapfel. Ich hab grad einen Goldapfel bekommen, weil ich Baum abgeholzt hab. Das. Ja, herzlichen Glückwunsch. Geil. Also GW. Ich freu mir grad ein Ei ab, ey. Leute, ich komme mal nach oben. Zur Kenntnis genommen. Leute, ja. Mauk. Sehr geil. Ja. Bau schon mal einen Computer. Bin ich doch schon dabei. Und andere Sachen. Bin ich doch dabei. Die Mining Turtle kommt. Hier, Dia-Blöckchen, wir bauen uns jetzt eine Mining Turtle Armee. Ich sag ja, wir werden das Ding hier gewinnen. Ja. Aber wir müssen leider noch 2 Wochen warten. Vor allem sollten wir vielleicht mal ein Bett bauen, dass wir auch in unserer Stadt spawnen. Ja, das ist eine da hat irgendwie kaum einer dran gedacht. Kannst du nicht die Spawn Points manuell theoretisch in die Städte setzen für die Leute? Ach, Scheiße. Maux, gibt es da eine Möglichkeit? Du kannst den Spawn Point setzen, frag Revi. Wow! Oh. Fuck it! Ich hab Uran gefunden, alles klar, Nukes incoming. Guck mal. Okay, wir haben unsere Energiequelle. Also, wenn, dann ist es nicht Set Spawn, der funktioniert. Ich irgendwas, was man essen kann? Mit was willst du Energie machen? Ja, womit werde ich es wohl machen? Mit Yellorium? Wenn Yellorid-Ohr dabei ist, dann... Ja, ich sehe dich. Du bist der Night Reaper da. Müsste eigentlich doch dabei sein, glaube ich. Ja, ich muss nach der Aufnahme mal... Übrigens, ja, ich glaube, wir sollten unsere Aufnahme mal beenden. Ich bin bei 23 Minuten, das geht dann. Schneid die erste Saison zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.